Am Abend des 1. Oktober 1969 schmuggelte ich zum ersten Mal etliche hundert Seiten mit Dokumenten der höchsten Geheimhaltungsstufe aus meinem Safe in der Rand Corporation, einer Denkfabrik des US-Militärs. Die Studie bestand aus 7000 Seiten in 47 Ordnern. Ich wollte alles kopieren, um das amerikanische Volk über geheime Machenschaften im Vietnamkrieg zu informieren. Das FBI versuchte herauszufinden, wer der New York Times eine Kopie der Geheimpapiere des Pentagon zugespielt hatte. Peng, das schlug ein wie ein Blitz. Die New York Times veröffentlichte die Pentagon-Papiere und das Land geriet in Panik. Das ist ein Angriff auf die Integrität unserer Regierung. Wenn man ganze Aktenschränke stehlen und der Presse zuspielen kann, dann kann es keine ordentliche Regierungsarbeit mehr geben. Ein Name wird immer wieder mit der Veröffentlichung der Pentagon-Dokumente in Verbindung gebracht. Daniel Ellsberg, ein Top-Analyst für Politik im Verteidigungs- und Außenministerium. Ich denke, in diesem Land ist es an der Zeit, damit aufzuhören, Nationalhelden aus denjenigen zu machen, die Geheimnisse stehlen und sie in den Zeitungen veröffentlichen. Unser erstes Ehejahr war davon geprägt, ob mein Mann lebenslänglich ins Gefängnis muss. Dr. Ellsberg, haben Sie keine Angst davor, für immer ins Gefängnis zu gehen? Und wenn ich dadurch helfe, einen Krieg zu beenden? Wir waren davon überzeugt, dass dies eine Krise der nationalen Sicherheit ist. Henry Kissinger sagte, Dr. Daniel Ellsberg ist der gefährlichste Mann Amerikas. Ihm muss unbedingt Einhalt geboten werden. Am Morgen des 4. August 1964 trat ich meine erste feste Anstellung für das Pentagon unter Verteidigungsminister Robert McNamara an. Mein erster Arbeitstag. Und die Hölle brach los. Ein Kurier kam mit einem Blitztelegramm reingerannt, in dem stand, dass amerikanische Kriegsschiffe vor der nordvietnamesischen Küste im Golf von Tonkin beschossen worden sind. Dieses Telegramm wurde mir ausgehändigt, da mein Chef bereits unten im Saal mit McNamara beschäftigt war, Vergeltungsschläge gegen Nordvietnam zu besprechen. Minute um Minute kamen weitere Eilmeldungen. 3 Torpedos wurden auf uns gefeuert. 7, wir weichen aus. Gegen 1.30 Uhr unserer Zeit wieder ein Telegramm vom Geschwaderkommandeur der beiden betroffenen Schiffe. Bleiben gefechtsbereit, die früheren Berichte über Torpedoangriffe sind zweifelhaft. Erneute feindliche Handlungen gegen Schiffe der Vereinigten Staaten im Golf von Tonkin auf offenem Meer haben mich heute gezwungen, unseren Streitkräften zu befehlen, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Innerhalb der nächsten Tage wurde immer deutlicher, dass es gar keine Angriffe gegeben hatte. Ich werde sofort den Kongress um eine Resolution bitten. Präsident Johnson war entschlossen, einen kommunistischen Sieg in Südvietnam zu verhindern. So vertrete er die angeblichen Vorfälle im Golf von Tonkin, um den Kongress dazu zu bringen, ihm eine unbegrenzte Vollmacht für Militäreinsätze einzuräumen. Er setzte einen Krieg in Gang, der 11 Jahre dauern sollte. Senator Fulbright, Sie haben die Tonkin-Resolution durch den Senat gebracht. Wussten Sie etwas davon? Ich habe die Geschichte, die uns vom Präsidenten, von Mr. McNamara, Mr. Rusk und ich glaube General Wheeler präsentiert wurde, geglaubt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt und unter den gegebenen Umständen keinen Grund, am Wahrheitsgehalt und der Berechtigung dieser ganzen Operation zu zweifeln. Wir wollen nach wie vor keine Ausweitung des Krieges. Keine Ausweitung des Krieges? Was ich täglich im Pentagon mitbekam, war genau das Gegenteil, nämlich Vorbereitungen für die Kriegsausweitung zu treffen, die sofort nach den Wahlen umgesetzt werden sollten. Dieser Krieg, meine ich, sollte von den Jungs da in Asien selbst ausgefochten werden. Sie sollen sich selber helfen und ihr eigenes Land schützen. Deshalb will ich den Krieg nicht ausweiten. Und das war bewusst gelogen. Wir alle in der Regierung wussten das. Aber keiner von uns gab das an die Presse oder die Öffentlichkeit weiter während des Wahlkampfes. Dieses Geheimnis wurde von Tausenden und Abertausenden von Leuten gut gehütet, auch von mir. Es ist viel über den Krieg in Vietnam geschrieben worden, aber kaum jemand hat uns ein Bild des Krieges gezeichnet, wie er wirklich ist. Mein Gast heute, David Halberstam. Ich hatte damals ein landesweites Rundfunkprogramm.
Ich war in Washington für Interviews mit Kongressabgeordneten und Leuten in der Regierung. Ein gemeinsamer Freund gab eine Party für mich. Er lud seine Freunde ein und er sagte zu mir, ich lade einen Freund ein, aber bleib weg von ihm. Er ist brillant, aber gefährlich. Das sollte heißen, er war ein frisch geschiedener Frauenheld. Er klingelte und da waren diese Deckenstrahler, die seine blauen Augen trafen. Und ich machte, oh! Er sah so verdammt gut aus. Ich hatte damals gar keine Zeit für Mädchen, denn ich arbeitete jeden Samstag 12 Stunden und sonntags auch noch den halben Tag. Aber ich rief sie an, als das Pentagon mir zum ersten Mal einen Tag freigab. Und ich fragte sie, ich habe morgen frei. Hätten Sie Lust, mit mir zum Kirschblütenfest zu gehen? Und ich sagte, nein, ich muss die Friedensdemo kommentieren. Das war mein erster freier Tag, nachdem ich 70 Stunden die Woche für den Krieg geschuftet hatte. Und diesen Tag sollte ich ausgerechnet auf einer Demo gegen den Krieg verbringen. Wir marschierten um das Weiße Haus. Ich trug ihr schweres Tonbandgerät und dachte bei mir, hoffentlich gibt das kein Foto morgen in der Washington Post. Das wäre nur schwer zu erklären. Ich traf dort einige Freunde, ein radikal-liberales Paar. Und der Ehemann fragte, wie kannst du mit jemandem auf eine Demo gehen, der im Pentagon für den Vietnamkrieg arbeitet? Anfang 1965 stand eine Ausweitung des Vietnamkrieges kurz bevor. Und ich war einer der Planer. Ich hatte von McNamara den Auftrag bekommen, Beispiele für Gräueltaten der Vietcong zu sammeln. Der Verteidigungsminister hoffte, dass diese Informationen Präsident Johnson von einer systematischen Bombardierung Nordvietnams überzeugen würden. Persönlich war ich gegen diese Taktik, Nordvietnam zu bombardieren. Aber ein Drängen McNamaras zu schnellem Handeln war wie ein Befehl von Gott. Ein ganzer Stab von Mitarbeitern sammelte in Vietnam Informationen für mich. Ich erklärte dem Colonel am Telefon, dass ich sie dem Präsidenten am nächsten Morgen um 7 vorlegen müsse. Ich brauchte Gräueltaten des Vietcong aus ganz Vietnam. Vor allem wollte ich blutige Details über verwundete Amerikaner. Ich sagte dem Colonel, ich brauche Blut. In den frühen 60ern war Dan Ellsberg ein führender, wenn nicht der führende junge Kriegstheoretiker. Die Atombombe hatte vieles verändert. Das Militär wusste, dass ein Umdenken erforderlich war und gründete die RAND Corporation. Diese Denkfabrik an der Westküste der Vereinigten Staaten fernab von Washington anzusiedeln, war Absicht. Niemand sollte ihr ins Handwerk pfuschen. Die Mitarbeiter hatten im Wesentlichen die Aufgabe, ganz neue Ideen zu entwickeln, nach dem Motto Think Big. Im Alter von 28 Jahren kam Ellsberg 1959 zur RAND Corporation. Daniel hat den Leuten schwer imponiert. Er war klug, einfallsreich, technisch versiert und besaß ein ausgeprägtes logisches Denkvermögen. Ihm mangelte es nie an Ideen, selbst beim Lesen von Kurzgeschichten fielen ihm immer neue ein. In Harvard arbeitete ich an dem Problem der Entscheidungsfindung aufgrund mehrdeutiger Warnungen. Bei der RAND Corporation beschäftigte ich mich rein hypothetisch mit dem riskantesten Roulette der Menschheitsgeschichte, ob man Atomraketen aufgrund unsicherer Bedingungen einsetzen soll oder nicht. Er konzentrierte sich auf die Frage, wenn man schon Krieg führen muss, wie kann man die Gefahren minimieren? Wer würde die Entscheidungen treffen, wie würden sie weitergegeben und welche Optionen hätte der Präsident? Um 4 Uhr morgens bekam ich, wonach ich suchte. Der Colonel berichtete mir, wir haben gerade Informationen bekommen, dass 2 amerikanische Berater gefangen und getötet worden sind.
Ich fragte nach bildlichen Details, um es konkreter, dramatischer zu machen. Der Colonel sagte, ihre Leichen sähen aus, als seien sie an Ketten durch den Dreck geschleift worden. Gut, gut, sagte ich. Genau das, was ich brauche. Noch was in der Art? Doch das war der einzige Zwischenfall, den sie ausfindig machen konnten. Und vielleicht war es ja bis dahin der einzige Vorfall, dem Amerikaner im Vietnamkrieg zum Opfer gefallen waren. Für meinen Bericht genügte einer. Um 6:30 hatte ich ihn fertig. At 6:30 a.m. I wrapped it up. Kurz nach neun kam McNamara vom Weißen Haus zurück und sagte meinem Chef, er solle mir seinen Dank ausrichten. Es sei genau das, was er brauchte. Das ist wirklich das Beschämendste, dass ich im entscheidenden Moment mit Informationen, die ich beschafft hatte, McNamara half, den Präsidenten zu einer systematischen Bombardierung zu überreden, die ich innerlich vehement ablehnte. Dan Ellsberg erlebte das alles sehr intensiv, ganz besonders seine eigenen Schuldgefühle im Hinblick auf alles, was er während der ersten Kriegsjahre getan hatte. Es spielte eine wichtige Rolle in dem, was zum lächerlichsten, unverhältnismäßigsten Bombardement der Weltgeschichte werden sollte. He had an important role in what became the most ridiculously disproportional bombing campaign in the history of the world. Dan war kein desinteressierter Bürokrat. Er war ein glühender Verfechter des Vietnamkrieges. Ich sah unser Engagement und den damit verbundenen Konflikt mit dem Kommunismus. Eine Perspektive des Kalten Krieges. Vietnam, Vietnam! Vietnam, Vietnam! Ich stand zu der grundlegenden Position der Regierung. Es ist gut, mit Amerika verbündet zu sein. Es gab auch einen idealistischen Aspekt. In Vietnam standen wir auf der Seite einer Demokratie oder einer angeblichen Demokratie gegen eine stalinistische Diktatur. Ich wollte den Krieg, in den wir jetzt verstrickt waren, nicht nur von Washington aus betrachten. Ich wollte vor Ort sein. Bei der Marine hatte ich gelernt, dass man vorne an der Front sein musste, um zu erfahren, was vor sich ging. Im Hauptquartier wurde mir eine Karte mit Hunderten von Patrouillen gezeigt, die Nacht für Nacht ihre Gebiete kontrollierten. Als ich mir eine dieser Patrouillen herauspickte, klärte mich der diensthabende Offizier darüber auf, dass weder dort noch im Rest des Landes Patrouillen unterwegs seien. Die Karte war falsch. Eine Illusion, wie all die anderen optimistischen Statistiken, die seit Jahren veröffentlicht wurden. Es gab gar keine Nachtpatrouillen. Nur der Vietcong war nachts unterwegs. Ihm gehörte das Land bei Nacht. Wir waren sehr verliebt. Ich flog Dan nach Vietnam hinterher. Dort fragte er mich, ob ich ihn heiraten will. Wir gingen auf diese Party, wo jemand, der gerade aus Nordvietnam kam, die Auswirkungen unserer Bombenteppiche beschrieb. Das war so ekelhaft. Mir kam alles hoch. Wir verließen die Party. Patricia, die etwas getrunken hatte, fragte, wie kannst du da nur mitmachen? Denn in mancher Hinsicht, das fühlte ich, war er stärker an diesem Krieg beteiligt, als ihm selbst klar war.
Und ich dachte, ich bin gegen die Bombardierung. Ich versuche, die Bomben in Südvietnam zu stoppen, versuche mein Bestes, das Töten in Grenzen zu halten. Aber das wird nicht anerkannt. Stattdessen macht sie mich für den ganzen Krieg verantwortlich. Mein Vorwurf und die Leidenschaft, mit der ich es sagte, brachten ihn dazu, sich innerlich gegen mich zu sperren. Denn er sagte sich, ich will nicht mit jemandem zusammen sein, der mich so kritisch sieht, der nicht sieht, dass ich mein Leben riskiere, um die Bomben zu stoppen und Demokratie in dieses Land zu bringen. Aber er war noch immer der damaligen Kriegsideologie verfallen. Seine Kollegen waren Leute im State Department, die diese Szenerie der Gefahr, des Risikos, des Abenteuers liebten, fast wie in einem Film von John Wayne oder so etwas. Ich denke, dass sich viele Männer den Marines anschließen wollen, um zu sehen, was sie drauf haben. Ich konnte früher weder Baseball spielen noch mit Waffen umgehen. Aber ich wollte Soldat werden und da kamen mir die Marines gerade recht. Ich denke, dass ich der einzige Oberleutnant in der 2. Marinedivision war, der eine Schützenkompanie kommandierte. Ich war gerne Kommandeur. Die Verantwortung für 211 Männer zu haben, für ihr Wohlergehen und ihr Training verantwortlich zu sein, das war was. Es war die glücklichste Zeit in meinem Leben, beruflich. In der Rückschau ist sie es noch immer. Ich reiste ab. Ich spürte, dass er sich zurückzog. Sein Herz war in einem Safe verschlossen, zu dem ich keinen Zugang mehr hatte. Ich dachte, mit uns ist es zu Ende. Wie kann ich jemanden heiraten, der im Zweifel nicht irgendwie zu mir hält? Was mich betraf, hatte sich die Verlobung erledigt. Ich traf Ellsberg zum ersten Mal in den Reisfeldern des nördlichen Mekong-Deltas Mitte 1966. Er hatte eine Maschinenpistole in der Hand, war im Kampfanzug und bereitete eine amerikanische Infanteriekompanie auf einen Angriff gegen Scharfschützen in einem kleinen Dorf vor. Denn Ellsberg war ein Falke, sehr eifrig und sehr ambitioniert. War er da bei den Marines? Nein, war er nicht. Er war Zivilist und... Zivilist und so? Ich fragte ihn, was zum Teufel er mit einer Maschinenpistole im Mekong-Delta machte. Er sagte, er wäre gekommen, um sich ein Bild vom Krieg zu machen. Er meinte, es liefe nicht besonders gut und er wollte sich darum kümmern, dass es besser wird. Ich ging mit drei anderen aus unserer Kompanie voraus, um einen möglichen Hinterhalt ausfindig zu machen. Wir hörten Schüsse hinter uns. Als ich mich umdrehte, sah ich zwei Vietcong in zerschlissenen Shorts, die aus Kalaschnikows feuerten. Man kommt an diese Stelle, kein anderer ist da und dann wird man plötzlich beschossen. Ich glaube, es gibt hier auch noch Banden, die sich im Schießen ständig abwechseln. Sie müssen im Wasser gelegen haben, als wir vorbeigelaufen sind. Und dann feuerten sie auf die Truppen hinter uns. Wir konnten nicht auf sie schießen, denn dann hätten wir auf unsere eigenen Truppen geschossen. Im Laufe eines Tages wie diesem bekommt man großen Respekt vor diesen Kämpfern, die es tatsächlich schaffen, ein amerikanisches Bataillon zu umzingeln. Ich weiß noch, wie wir nach dem 15. Beschuss dieser Art dalagen und ich einen Sergeant fragte, kommen Sie sich nicht auch vor wie auf dem Präsentierteller? Und er antwortete, ja, das denke ich auch schon den ganzen Tag. Mir wurde langsam klar, dass dieser Feind nicht in seinem eigenen Hinterhof zu schlagen war. Ein Sieg war nicht möglich. Diese Typen würden nicht aufgeben. These guys were not going to give up. Auf dem Rückweg in McNamara's Flugzeug hatte ich Gelegenheit, ihm mehr als 100 dicht beschriebene Seiten meiner Memos zu überreichen. Er saß da, er hatte anscheinend nicht viel zu lesen. Und ich hatte das große Vergnügen eines Bürokraten, zu sehen, dass mein Vorgesetzter wirklich meine Papiere las, sie nicht nur beiseite legte. Er las jetzt, dass ich die Lage in Vietnam für eine Pattsituation hielt, dass wir keine Fortschritte machten. Kurz vor der Landung rief er mich zu sich und meinte, dass die Lage sich gebessert habe, dass wir vorankämen.
Ich sagte, dass es schlimm aussehe, schlimmer als ein Jahr zuvor. Sie kennen sich doch aus, sagte er. Was halten Sie jetzt für die richtige Antwort? Ich sagte, Herr Minister, mein Eindruck ist, an der Lage hat sich seit einem Jahr nichts geändert. Worauf er meinte, sehen Sie, das sage ich doch. Wir haben weitere 100.000 Mann da reingeschickt, aber alles ist beim Alten geblieben. Das bedeutet, in Wirklichkeit ist die Lage viel schlimmer geworden. Nach der Landung trat McNamara in den Nebel hinaus und ich folgte ihm. Sie wollen wissen, ob ich optimistisch oder pessimistisch bin. Heute kann ich Ihnen sagen, dass die militärischen Fortschritte der letzten 12 Monate unsere Erwartungen übertroffen haben. Er sagte, Gentlemen, was ich in Vietnam gesehen habe, hat mir Mut gemacht. Die Lage hat sich in jeder Hinsicht gebessert. Wir machen Fortschritte, alles ist jetzt besser. Und ich dachte bei mir, hoffentlich komme ich nie in eine Lage, in der ich so lügen muss. I have to lie like that. Später erfuhr ich, dass die ernsten Zweifel McNamaras an diesem Krieg stärker wurden. Hinter verschlossenen Türen empfahl er, die Bombenangriffe zurückzufahren und er drängte auf eine politische Lösung. Johnson aber wies seinen Rat zurück. So wie sehr viele Leute hat McNamara damals gespürt, dass dieser Krieg ein tragischer Fehler war, dass wir in eine Katastrophe verstrickt waren. Und dass es wichtig war zu verstehen, wie wir da hineingeraten sind. Im Juni 1967 gab McNamara Pentagon intern eine umfassende Untersuchung über das amerikanische Engagement in Vietnam in Auftrag. Wir gingen zur RAND Corporation und engagierten dort Leute, die Erfahrung mit historischen Analysen hatten. Einer davon war Daniel Ellsberg. Die Beteiligung an dieser Studie sollte mein Leben verändern, zugleich die Geschichte. Und zwar in einer Weise, die ich nie für möglich gehalten hätte. Wir stuften die Pentagon-Papiere als streng geheim ein, jede einzelne Seite, weil wir die Existenz der gesamten Studie als streng geheim betrachteten. Nicht etwa den Vietnamesen, den Russen oder den Chinesen sollte der Einblick verwehrt werden, sondern vor allem Lyndon B. Johnson. Wir fürchteten während des ganzen Untersuchungszeitraumes, dass der Präsident sie stoppen könnte, sobald der Wind davon bekäme. Denn Johnson wusste ja von McNamaras Zweifeln bezüglich des Krieges und bildete sich ein, dass Gruppen ziviler Angestellter innerhalb des Pentagon fest entschlossen waren, alles zu tun, um uns aus Vietnam herauszuholen. Ich will, dass niemand hier nach Hause geht, der anderer Meinung ist. Wir werden siegen. Aber Johnsons Optimismus hielt nicht lange an. An Tet, dem vietnamesischen Neujahrsfest, überraschte 1968 ein massiver Angriff, die US-Truppen völlig unvorbereitet. Zum ersten Mal erreichte der Krieg Vietnams Städte, einschließlich Saigon. Die Tet-Offensive wirkte sich verheerend auf unsere Kampfmoral aus. Das amerikanische Volk begann, den Glauben an diesen Krieg zu verlieren. Mit einer verwegenen Serie von Überfällen während der letzten 3 Tage haben die nordvietnamesischen Feinde den Mythos zerstört, dass unsere vereinte Militärkraft dieses Land kontrolliert. Die Kommunisten trafen das Herz Saigons. Als Johnsons Oberbefehlshaber um weitere Truppen bat, sickerte dieses Ersuchen an die New York Times durch. Die Geschichte sorgte im Kongress für großen Aufruhr. Unsere Landsleute wurden schrecklich in die Irre geführt und verstanden die Folgen solch einer Katastrophe nicht. Eins ist klar, Menschen können schrecklich in die Irre geführt werden und der Präsident hat sie, was diesen Krieg betrifft, lange in die Irre geführt. Ich begreife jetzt, dass meine frühere Haltung schlicht falsch war. Dass ich nicht meine Pflicht gegenüber meinem Land erfüllt habe, gegenüber der Verfassung, der Öffentlichkeit, unseren Soldaten, indem ich die Interna geheim gehalten hatte, was zur Eskalation des Krieges führte. Das war total falsch gewesen. Aber wie hätte ich etwas ändern können? Ich traf mich mit dem Reporter Neil Sheehan bei der New York Times und gab ihm Informationen über einen geheimen CIA-Bericht zu feindlichen Truppenstärken. Die Story kam auf die Titelseite. Es war das erste Mal, dass ich mich inoffizieller Kanäle bediente, um den Verlauf des Krieges zu beeinflussen.
Denn seit wann spielen Sie Klavier? Oh, seit ich 5 war, bis etwa 15. Wie ernst war es Ihnen damit? Nun, 10 Jahre lang habe ich meine ganze freie Zeit damit verbracht. Dann 40 Jahre gar nicht gespielt. Warum nicht? Meine Mutter starb. Sie wollte, dass ich Konzertpianist werde. Am 4. Juli 1946 fuhren wir nach Denver durch die Getreidefelder von Iowa. Es war ein sehr heißer Tag um die Mittagszeit. Mein Vater schlief hinter dem Steuer ein. Das Auto kam von der Straße ab und prallte gegen die Wand eines Abwasserkanals. Die Seite, auf der meine Mutter und Schwester saßen, wurde aufgeschlitzt. Beide kamen ums Leben. Ich hatte auf der anderen, der Fahrerseite, gesessen und kam mit einer Gehirnerschütterung und einem gebrochenen Knie davon. Aber ich lag 36 Stunden im Koma und etwa 3,5 Monate im Krankenhaus. Tja, ich denke, der Unfall hat mir wahrscheinlich die Erkenntnis gebracht, dass jemand, den man liebt wie seinen Vater oder respektiert wie eine Autorität, am Steuer einschlafen könnte und deshalb auf ihn aufgepasst werden muss. Nicht, weil er ein leichtfertiger Mensch ist, sondern weil er die Risiken vielleicht verkennt. Elf Monate früher, ich war gerade 14, da waren Hiroshima und Nagasaki zerstört worden. Die Atombomben und unser Unfall vermischten sich in meinem Kopf zu einer Katastrophe menschlichen Versagens, die mir sehr bedrohlich vorkam. Einerseits sah ich die moralisch höchst fragwürdige Handlungsweise unseres Präsidenten, den ich damals sehr bewunderte. Andererseits das Versagen meines Vaters, der es statt wach zu bleiben zugelassen hatte, dass meine Mutter und meine Schwester im Wagen umkamen. Ich werde keine weitere Amtszeit als Ihr Präsident zur Verfügung stehen. Und ich werde eine Nominierung meiner Partei nicht annehmen. Nie wurde so viel Macht mit so wenig Wirkung eingesetzt wie in Vietnam. Die Unterstützung für den Krieg ging nach der Tet-Offensive massiv zurück und Johnson stellte sich nicht noch einmal zur Wahl. Ich verspreche Ihnen, wir werden diesen Krieg in Vietnam ehrenhaft beenden. Richard Nixon gewann die Wahl und versprach einen ehrenvollen Frieden. Die Öffentlichkeit wurde ihm glauben gelassen, er hätte einen Geheimplan für eine Beendigung des Krieges. Kissinger sprach damals über die Notwendigkeit, sich innerhalb einer angemessenen Frist aus Vietnam zurückzuziehen. Für jemand aus dem Establishment war das ein ziemlich radikaler Standpunkt. Er sagte, wir gehen da raus, aber wir bitten darum, nicht brüskiert zu werden, indem wir in eine totale militärische Niederlage getrieben werden und der Vietcong das Land sofort übernimmt. Das führte bei mir, wie auch bei allen anderen, zu dem falschen Eindruck, dass Nixon dem zustimmte. Aber Nixon war nicht eine Minute lang dieser Meinung. Ich hatte für Kissinger eine Reihe von Entscheidungsmöglichkeiten ausgearbeitet. 6 oder 7 Optionen für einen Rückzug aus Vietnam, die er bei der ersten Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates mit Nixon zur Diskussion stellen wollte. An mich gewandt, meinte Kissinger, Dan, da fehlt eine Siegoption. Und ich antwortete, nun, es gibt keine Siegoption. Sie können die Anzahl der Truppen verdoppeln, die Lage wäre dann ruhig, aber nur bis wir rausgehen. Sie können Atomwaffen einsetzen und alle Menschen töten. Ich würde das keinen Sieg nennen. Also, so wie ich das sehe, gibt es keine Möglichkeit zu siegen. Ich nutzte die Gelegenheit, ihm zu sagen, was ich schon lange jemandem sagen wollte, der dabei war, in die Welt der höchsten Geheimhaltungsstufe vorzudringen. Ich sagte, Henry, Sie sind dabei, Einsichten in Akten zu erhalten, die über streng geheim hinausgehen. Befugnisse, von denen Sie nicht wussten, dass sie überhaupt existieren. Das wird Sie beeinflussen und zunächst in Hochstimmung versetzen. Danach kommt die Phase, in der Sie sich wie ein Idiot vorkommen, weil Sie nichts davon gewusst hatten. Aber das wird nicht lange anhalten. Schon bald werden Sie alle anderen für Idioten halten, die schlicht nicht Ihr Wissen hatten. Und am Ende werden Sie aufhören, Ihnen zuzuhören. So in the end, you stop listening to them.
Jeder dachte, dass Nixon gewählt worden war, um den Krieg zu beenden und dies auch wirklich tun würde. Mir wurde bald klar, gerade das wollte er nicht. Mort Halperin arbeitete für Kissinger im Weißen Haus. Gegen Ende des Sommers 69 erzählte mir Mort, er bleibt in Vietnam und droht mit einer Eskalation. Diesmal müssen wir die ganze Macht unseres Landes einsetzen, gegen dieses beschissene kleine Land, um den Krieg zu gewinnen. Im August 1969 las ich zum ersten Mal die Anfangskapitel von McNamara's Studie. Als ich sah, wie der Krieg angefangen hatte, berührte mich das mehr, als ich es für möglich gehalten hätte. Das änderte meine ganze Auffassung von der Legitimität des Krieges. Ich erfuhr, dass es von Anfang an ein amerikanischer Krieg war. Präsident Truman finanzierte die Franzosen, damit sie ihre ehemalige Kolonie zurückholten, wohl wissend, dass eine starke nationale Bewegung in Frankreich dagegen war, Vietnam wieder in Besitz zu nehmen. Der Preis für die Verteidigung der Freiheit, für die Verteidigung Amerikas muss auf unterschiedlichste Art an vielen Orten bezahlt werden. Eisenhower stützte einen brutalen Diktator durch die Verhinderung von Wahlen, die nach der Genfer Konvention von 1954 hätten stattfinden müssen. Wir verhinderten Wahlen, aber gaben vor, die Demokratie zu unterstützen. Wir wollen Vietnam helfen, seine Unabhängigkeit zu wahren, damit das Land nicht unter kommunistische Herrschaft fällt. Kennedy belog die Öffentlichkeit und den Kongress. Er sagte, wir brauchen nur Berater. Und das, obwohl ihm seine eigenen militärischen Berater klarmachten, dass Südvietnam ohne direktes Eingreifen amerikanischer Streitkräfte verloren wäre. Wir wollen nach wie vor keine Ausweitung des Krieges. Jetzt wurde mir klar, dass Johnson das Muster präsidialer Lügen fortsetzte. Jeder Präsident wollte vermeiden, dass das Stigma eines verlorenen Indochina-Krieges an ihm haften blieb. Wir standen nicht etwa auf der falschen Seite, wir waren die falsche Seite. Es war ein Verbrechen von Anfang an, von vier Präsidenten fortgeführt, wie die Studie belegte. Und jetzt machte ein fünfter Präsident so weiter, ohne Ende in Sicht. Die Hunderttausende, die wir töteten, waren Totschlag ohne Notwehr. Und ich konnte keinen Unterschied zwischen Totschlag und Mord erkennen. Dem musste ein Ende gesetzt werden. Murder had to be stopped. Henry, hast du keine Idee? Wir sind uns nur uneins über das Bombardement. Du bist oft verdammt um die Zivilisten besorgt. Die scheren mich an Dreck. Sie sind mir egal. Ich mache mir Sorgen um die Zivilisten, weil ich nicht will, dass sich die Welt gegen dich als schlechter erhebt. Ellsberg kam aus einer enorm starken bürokratischen Kriegsmaschinerie. Sein Denken stammte direkt aus dem Inneren dieser Maschinerie. Er hatte begonnen, sein eigenes früheres Handeln in Frage zu stellen, nach dem Motto: Was habe ich getan? Wo gehe ich hin? Was sagt das Bild aus mit dem Gewehr in meiner Hand? Ich ging zu der Konferenz, um Leute zu treffen, die Erfahrung mit gewaltlosem Widerstand hatten. Ein Freund sagte mir, dass er ein Trotzkist, ein Gewerkschafter gewesen war. Und ich dachte, wie wird man denn Trotzkist? Er sagte, das war wie in meinem Leben. Ich lernte ein Mädel kennen, wie das so ist. Sie stammte aus Indien und war Gandhi-Anhängerin. Irgendwann hörte ich, wie sie zu jemandem sagte, in meiner Kultur kennen wir kein Wort für Feind. Mir schien, dass man ohne das Wort Feind genauso wenig auskommen konnte wie ohne den Begriff Null in der Arithmetik. In seinen Fragen erkannte ich ein wirkliches Verlangen nach Wissen, einen ehrlichen Erkenntnisdrang, weil er bestimmte Dinge gesehen hatte, die ihm nicht gefielen und die er nicht fortgesetzt wissen wollte. Und das verband uns mit ihm. Ich fand mich, Flyer verteilend, in dieser Menschenkette wieder. Anfangs kam ich mir einfach lächerlich vor. Ich hatte den Eindruck, man könnte mir die Frage, was treibe ich hier und worum geht's hier eigentlich, förmlich von der Stirn ablesen. What am I doing here?
Mir war klar, wenn einer meiner Kollegen bei Rand oder im Pentagon wüsste, was ich hier mache, dann würden sie denken, ich sei verrückt geworden. Was mich besonders beeindruckte, war die große Opferbereitschaft dieser jungen Männer, die ins Gefängnis gingen, weil sie sich der Einberufung widersetzten. Ein junger Mann, Randy Keeler, sprach darüber. In dieser Menschenmenge wurde mir ein Kerl vorgestellt, dessen Werdegang nicht ganz zu dem der anderen passte. Das war Dan. Randy erzählte sehr persönlich von seinen Motiven, Stanford zu verlassen und stattdessen beim Bund für Kriegsdienstverweigerer zu arbeiten. Sie müssen sich vorstellen, ich war 25. Mir stand ein Prozess bevor mit 5 Anklagepunkten, jeder mit einer Höchststrafe von 5 Jahren. Und dann erzählte er mit gebrochener Stimme, gestern ging unser Freund Bob ins Gefängnis. Vor einer Woche David Harris, das war der Mann von Joan Baez. Er sprach weiter, es macht mich glücklich, dass ich Ihnen folge. Ich mache mir auch keine Sorgen, denn ich weiß, dass ihr weiterkämpfen werdet. Mittlerweile waren alle aufgestanden und klatschten, aber weinten auch. Ich auch. Und ich ging aus dem Saal und fand eine Toilette, in der niemand war, hockte mich auf die Fliesen und ließ meinen Tränen freien Lauf. Über eine Stunde lang. Mir schwirrte so vieles durch den Kopf. Ein Gedanke war, das Beste, das die Besten unseres Landes tun können, ist, ins Gefängnis zu gehen. Als ich deine Worte gehört habe, ich gehe ins Gefängnis, das war, als hätte eine Axt meinen Kopf zerteilt. But what had really happened was that my life had split in two. In Wahrheit wurde mein Leben zweigeteilt. It was my life after those words that I've lived ever since. Und den zweiten Teil, den lebe ich, seitdem diese Worte fielen. Schließlich stand ich auf, wusch mein Gesicht und weinte wohl noch weiter und überlegte, okay, was kann ich tun, um diesen Krieg zu beenden, jetzt, wo ich bereit bin, ins Gefängnis zu gehen? Dieser Trick heißt quadratischer Kreis. Quadrat. One of the things that stood out about Dan. An Dan stach besonders die Strenge hervor, mit der er über sich selbst urteilte. Mehr als die meisten Menschen schien mir dieser junge Konvertit wie gelähmt von der Frage, wie konnte ich tun, was ich getan habe. Dann fing er langsam an, meine Wissenslücken zu füllen und mir von der Studie zu erzählen, von der ich noch nie etwas gehört hatte. Bis dahin war ich sehr gutgläubig gewesen, denn so klar wie Dan die Zusammenhänge schilderte, konnte man gar nicht umhin, seine Sichtweise zu ändern. Dan war auf dem besten Weg, radikal zu werden. Aber er ging immer nur den halben Weg, blieb immer in einem gewissen Rahmen. Als er wieder bei Rand war, suchte er mich auf. Er wollte, dass ich ihn geheimdienstlich über Vietnam auf den neuesten Stand bringe. Ich sagte, okay, nimm Platz. Alles, was die Vietnamesen wollten, war das Recht auf Selbstbestimmung. Russo war ein paar Jahre in Vietnam gewesen und hatte viel radikalere Ansichten über den Krieg als ich. Bei Rand sprach ich mit ihm und mochte ihn. Er ist ein sehr sympathischer Mensch, sehr zuvorkommend, sehr witzig, sehr, sehr klug.
Ellsberg hatte seine alten Kollegen bei Rand irgendwie aufgegeben und verbrachte seine Zeit mit mir. Er war jeden Tag in meinem Büro. Wir gingen gemeinsam essen, wir trafen uns mit unseren Frauen. Natürlich zerriss man sich den Mund über uns, denn Dan kam von ganz oben. Russell verfasste Berichte über Folterungen und andere Dinge, die ihnen nicht passten, und wurde gefeuert. Da er nicht mehr für Rand arbeitete, konnte er jetzt über die Lügen in seinen Untersuchungsberichten sprechen. Lügen, die dort an der Tagesordnung waren. Ich sagte, dass ich von einer Studie wusste, die Lügen auf höchster Ebene aufdeckte. Ich sagte, Dan, das musst du der Presse stecken. Dass ich mein Wissen nicht öffentlich preisgab, machte mich zu einem Komplizen. Nicht nur sie behielten all diese Entscheidungen für sich und damit von der amerikanischen Öffentlichkeit fern, auch ich hatte sie zurückgehalten. Anfangs redete ich mir ein, nur ein Beobachter zu sein, ein Rand-Soziologe, der nur Einsicht in die regierungsinternen Vorgänge gewinnen wollte. Aber faktisch war ich daran beteiligt, auch wenn ich intern Kritik geübt habe. Ich blieb dort, sah zu und arbeitete mit. Kurzum, ich tat das, was mir aufgetragen wurde. Henry David Thoreau sagte einmal, bring deine ganze Stimme ein, nicht nur ein Stück Papier, sondern deinen ganzen Einfluss. Und wenn ich nun bereit wäre, meine Sicherheitsfreigabe, die Karriere und meinen privilegierten Zugang zu den Entscheidungsträgern aufzugeben, wenn ich bereit wäre, sogar eine Verurteilung in Kauf zu nehmen. Dann dachte ich, gut, im Safe habe ich einige tausend Seiten eines Dokuments liegen, das die Lügen dieses organisierten Betrugs belegt. Und ich beschloss, mich nicht länger an diesem Lügensystem zu beteiligen. Ich ging zu Tony und sagte, die Studie, von der ich sprach, ich habe sie und werde sie jetzt rausbringen. Ich bringe sie jetzt raus. Hilfst du mir? Er fragte, wo kann ich das kopieren? Ich sagte, ich weiß wo. Im Herbst 1969 fing ich an, die McNamara-Studie zu kopieren. Jeden Abend nahm ich ein paar Ordner mit. Mir klopfte jedes Mal das Herz, wenn ich meine Aktentasche an den Wachleuten vorbei aus dem Haus schmuggelte. Ich musste an die unzähligen geheimen Vereinbarungen denken, die ich im Laufe meiner Tätigkeit für die Regierung unterzeichnet hatte. Das waren Berge, die kopiert werden mussten. Und oft war ich die ganze Nacht damit zugange. Frühmorgens legte ich die Originale bei Rand wieder in den Safe. Dann fuhr ich nach Hause zu meinem kleinen Strandgrundstück in Malibu. Ich surfe wahnsinnig gern und ging jeden Morgen vor dem Schlafengehen nochmal ins Wasser. Und als ich einmal so auf den Wellen ritt, die Sonne im Gesicht, den herrlichen Anblick der Berge vor mir, die Wellen, die ich so liebte, unter mir, da habe ich mich schon gefragt, wie ich das alles aufs Spiel setzen konnte. Ich war damals 13. Vater sagte, dass er eine geheime Geschichte des Vietnamkriegs kenne und beschlossen hätte, sie zu kopieren, um sie dem Kongress vorzulegen. Er beschrieb sein Vorhaben als eine Form zivilen Ungehorsams und fragte, ob ich ihm helfen würde. Ich nahm an, dass er meine Hilfe nicht wirklich brauchte, aber ich spürte, wie riskant und wie wichtig ihm die Sache war. Es war ihm wichtig, dass ich mitmachte. Ich glaube, es war noch am gleichen Nachmittag, da fingen wir an, die Pentagon-Papiere zu kopieren. Die Kinder wurden da in einer Weise reingezogen, die mir gar nicht so bewusst war. Ihre Mutter, meine erste Frau, dachte wirklich, dass ich etwas sehr Schlechtes getan hätte.
Dabei wollte ich Ihnen nur die Möglichkeit geben, bei einer historisch so wichtigen Sache dabei zu sein. Naja, ich wusste ja nicht, wann Sie mich erwischen würden. Jedenfalls hatte ich Angst, meine Kinder bald nie wiederzusehen, außer vielleicht durch eine dicke Glasscheibe. Ich wollte, dass mein 13-jähriger Sohn sieht, dass ich das tat, weil ich es für richtig hielt und dass ich es ganz bewusst tat und nicht etwa durchgedreht war. Eines Nachts machte auch Mary mit. Sie war erst 10 und wollte nicht länger im Auto auf uns warten, also kam sie rein. Da gab ich ihr was zu tun. Tony kopierte, Robert sortierte und Mary schnitt den Vermerk streng geheim, oben und unten von den Seiten ab. Wir waren gerade so schön am Arbeiten, als es an der Tür klopfte. Jemand klopfte an die Glastür neben mir und ich sah zwei große, blau uniformierte Polizisten. Es waren Polizisten. Ich dachte nur, die Typen sind wirklich gut. Was sie sahen, war eine Familienidylle mit meiner 10-jährigen Tochter und meinem 13-jährigen Sohn. Ich deckte unauffällig den Kopierer zu, legte den Deckel auf das streng Geheimzeug, das obendrauf lag, räumte ein bisschen auf und öffnete. Sie sagten, Ihr Alarm ist mal wieder losgegangen. Und Vater, oh, tut mir leid, ich muss endlich mal lernen, wie man das macht. Und Sie, okay, seien Sie vorsichtiger. Ich dachte, da guckt mich dieser Kerl durch die Glasscheibe an. Sieht den Verbrecher des Jahrhunderts. Verbrecher in Gänsefüßchen, natürlich. Und das war ihm gar nicht klar. Sie gingen wieder und wir haben nie wieder von ihnen gehört. Die Studie bestand aus 47 Ordnern und insgesamt 7000 Seiten. Es würde Monate dauern, sie zu kopieren. Ich setzte meine Hoffnungen auf den Kongress. Ich wollte die Papiere den lautstärksten Kritikern des Krieges vorlegen und dachte, die warten nur auf solche Enthüllungen und werden sie publik machen. Die Leute, die ich erreichen und mit denen ich reden musste, waren diejenigen, die seit Jahren sagten, sie seien gegen den Krieg. Länger als ich. Jahre, in denen ich den Krieg unterstützt habe. Leute, die sagten, dass sie den Krieg durchschauten und wussten, dass er falsch war. Was ich von ihnen erwartete und immer noch erwarte, ist, dass sie handeln. Aber keiner tat etwas. Mittlerweile eskalierte der Krieg. Dann hörte ich eine Rede des Kongressabgeordneten Pete McCloskey. Ich sagte, über Vietnam wird gelogen und erzählte Ellsberg einiges von dem, was ich vor einem Monat gesehen hatte. Er war gerade zurückgekommen und hatte geheime Informationen über die Bombardierung von Laos. Ein amerikanischer Abgeordneter, der tatsächlich das Wort Lüge benutzte. Okay, dachte ich. Dann hat dieser Mann auch den Mumm, die Dokumente zu verwenden. Jemand gab mir eine Notiz. Sie lautete, Sie haben recht, ich habe Informationen, die beweisen, was Sie sagen. McCloskey meinte, er würde sich gern mit mir darüber unterhalten, aber er müsste dringend weg. Wenn ich ihn begleiten wolle, dann könnten wir unterwegs reden. Um zu zeigen, wie verzweifelt ich zu diesem Zeitpunkt war, bezahlte ich also einen Flug nach Kalifornien, nur um mit diesem Abgeordneten zu sprechen. Er hatte eine sehr leidenschaftliche, ja intensive Art. So lässt es sich wohl am besten beschreiben. Er lächelte kaum. Er war todernst und wollte, dass ich diese Dokumente verstehe. Ich war und bin mehr denn je der Meinung, dass diese Dokumente so brisant sind, dass sie einfach ernst genommen werden. Mehr als alles andere. Man musste sie einfach beachten. Obwohl wir wussten, dass sie streng geheim waren, kannte keiner von uns seine Rechte im Umgang mit streng geheimen Dokumenten. Aber diese Papiere waren eine Offenbarung und ich sagte entsprechend vor dem Untersuchungsausschuss aus. Danach ging ich zu ihm und sagte, Senator, ich habe eine Reihe von Papieren hier. Wenn die an die Öffentlichkeit gelangen, wird sich die öffentliche Meinung gegen den Krieg wenden. Ja, sagte er, ich habe auch eine Kopie. Im Kongress herrschte offensichtlich eine gewisse Kultur der Zurückhaltung. Zu viel Respekt vor der Exekutive und die Angst, unpatriotisch genannt zu werden. Die Angst, wegen der Enthüllung militärischer Geheimnisse angeklagt zu werden. Das war so ausgeprägt, dass sogar Senatoren und Kongressabgeordnete, die gegen den Krieg waren, nichts mit den Papieren zu tun haben wollten, die Dan Ellsberg ihnen anbot.
Ich hatte meiner früheren Frau erzählt, was ich tat. Sie hat es ihrer Stiefmutter weitererzählt und die, wie sich herausstellte, dem FBI. Und das FBI suchte Harry Rowan auf, den Geschäftsführer von RAND, der mir seinerzeit Zugang zu den Pentagon-Papieren verschafft hatte. Er war damals der Ansicht, dass ich mit der Übergabe der Papiere an den Senat nicht gegen das Gesetz verstieß, denn der Senat hatte das Recht, die Papiere zu sehen. Aber mir war klar, dass das FBI kurz darauf bei mir auftauchen würde. Um seine RAND-Kollegen nicht weiter mit hineinzuziehen, schloss Ellsberg sich der MIT, einer Denkfabrik in Cambridge, Massachusetts, an. Und er versöhnte sich mit Patricia. Ich wusste, dass er seine Ansichten über den Krieg radikal geändert hatte. Er hatte sich verändert. In unserem ersten Ehejahr beschäftigte uns die Frage, ob er für den Rest seines Lebens ins Gefängnis gehen musste. Er gab mir etliche dieser Papiere zum Lesen. Ich war entsetzt über die Kälte, die berechnende Haltung und besonders die Sprache der Folterknechte. Da hieß es, wir pressen den Nordvietnamesen nochmal in den Schraubstock oder wir probieren es mit der Wassertropfentechnik. Ich dachte, wo sind wir hier? Wie können die Führer unseres Landes so reden und gleichzeitig die amerikanische Öffentlichkeit irreführen? Dann fing ich an zu weinen, weil ich wusste, dass Dan gar keine Wahl hatte, als die Papiere weiterzugeben. Ich hatte noch Tränen in den Augen, als ich rauskam und ihm sagte, mach es. Im März 1971 spielte Ellsberg die Studie dem Reporter Neil Sheehan von der New York Times zu. Ich ging ins Hotelzimmer und Neil sagte, Rick, sieh mal, was wir hier haben. Das war einfach unglaublich. Die originalen streng geheimen Dokumente, von denen nur eine Ausführung existieren durfte. Von Earl Wheeler bis zu General Westmoreland, von Johnson bis Taylor. Alles ließ sich zurückverfolgen. Ja, Kennedy hatte Truppen ins Land geschickt, ein Bruch der Genfer Konvention. Ja, und Johnson begann mit der Aufrüstung, noch ehe er sie ankündigte. Als ich den Artikel schrieb, wurde mir klar, dass alle uns nach Strich und Faden belogen hatten. Und das hatten wir jetzt schwarz auf weiß. Es konnte nicht mehr bestritten werden. Die Redakteure begriffen sofort, wie brisant die Sache war und dass niemand davon erfahren durfte. Sie beschlossen, das Ganze aus dem Büro der New York Times zu schaffen und mieteten eine Suite im Hilton an. Ein paar wichtige, schwierige Entscheidungen waren zu treffen, aber dazu mussten wir das Material erst einmal durchforsten und das erforderte Zeit. Und das verstand Ellsberg nicht. Dauernd machte er Druck, wollte er wissen, wann die Times das endlich rausbringt, ob wir es wirklich veröffentlichen würden, ob es wirklich groß aufgemacht würde und wann. Als derjenige, der die Papiere beschafft hatte, hielt ich mich für einen Teil des Teams. Ich dachte, wir arbeiten zusammen. Die Times sah mich ganz eindeutig nicht als Teil des Teams. Liefert uns jemand Unterlagen, ist es unsere Aufgabe zu entscheiden, wie wir damit verfahren, wie man das ausspielt, was man verwendet und ob man es verwendet. Für Mai 1971 war in Washington eine Demonstration geplant mit Aktionen von zivilem Ungehorsam, wie etwa Straßen- und Brückenblockaden. Alles Mögliche, um das normale Leben in Washington zu stören, um der aufgestauten Wut gegen den Krieg Ausdruck zu verleihen. Mit anderen Worten, die Ablehnung gegen den Krieg hatte zugenommen. Einige von uns versammelten sich also bei mir. Noam Chomsky, Dan Ellsberg, als eingeschworene Truppe. Dan war unser Anführer. Er übernahm das Kommando, sagte uns, wann wir aufstehen und wann wir uns setzen und wann wir uns bewegen und wohin wir uns bewegen sollten. Dan war sehr bestimmt, aber wir taten, was er sagte. Das war nicht gerade demokratisch.
Wir setzten uns mitten auf die Straße. Tränengas wurde in unsere Richtung gefeuert und wir rannten weg. Die Nationalgarde war aufmarschiert und die 101. Luftlandedivision wurde in Washington eingesetzt. Dennoch hatten die Aktivitäten gegen den Krieg stark zugenommen. Sollten wir das Thema angehen oder nicht? Als Neil und ich das Potenzial erkannten, das da drin steckte, waren wir fürs Weitermachen. Die nationale Sicherheit war damit nicht gefährdet. Es war eher im öffentlichen Interesse. Ich wusste nur, dass Sie im Besitz geheimer Papiere waren. Die Frage, die sich mir als Anwalt stellte, war, dürfen Geheimdokumente veröffentlicht werden? So etwas fällt unter das Spionagegesetz. Wenn man die entscheidenden Paragraphen ein bisschen dehnt, könnte man sie durchaus auf die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere anwenden. Wir machten unten bei den Druckpressen unsere Arbeit. Obwohl wir im Untergeschoss waren, blieben uns die Auseinandersetzungen ganz oben in der Chefetage nicht verborgen. Natürlich bekamen wir einiges mit, wir waren ja auch betroffen. Und wir bekamen mit, dass die Anwaltskanzlei, die seit Jahrzehnten die Times vertrat, sagte, nicht veröffentlichen. Übrigens fällt das unter das Spionagegesetz. Sie kommen alle ins Gefängnis. Glauben Sie mir, so war das. Glücklicherweise war Jim Goodale, unser Justiziar, anderer Meinung. Die New York Times ging als Institution ein existenzgefährdendes Risiko ein. Und ich denke da nicht nur an die 5000 Leute, die für die Times arbeiten, sondern ich meine die freie Presse als solche in einem freien Land. Im Hinterkopf wussten wir immer, dass wir es nicht überleben würden, dieses Material zurückzuhalten. Früher oder später würde bekannt, dass wir es hatten, dass wir zurückgeschreckt sind und dass wir es nicht veröffentlicht haben. Das wäre so eine Schande gewesen. Der Herausgeber überlegte hin und her. 10 Tage später schließlich, wir gingen mittlerweile zum dritten Mal diese ungeheuerliche, fertige, vielleicht bald vom Winde verweht Geschichte durch. Ich meine, das war ein Riesenprojekt. Naja, und schließlich hieß es, der Herausgeber hat unterzeichnet und willigt ein. Ich weiß noch, dass Jimmy Greenfield uns sagte, er ginge am Samstag, wenn die Pressen laufen, mit dem Herausgeber zum Golfen, um sicherzustellen, dass er seine Meinung nicht wieder ändert. To make sure the publisher didn't change his mind. I guess it was a Saturday night. Ich glaube, es war ein Samstagabend. Wir vier, Dan und Pat Ellsberg, meine Frau und ich, beschlossen, ins Kino zu gehen. Dan hatte den Film, glaube ich, schon 7 Mal gesehen, aber er wollte wieder hin. Butch Cassidy and the Sundance Kid. Mir fiel auf, dass Dan irgendwie angespannt wirkte. Als ich ihn fragte, was los sei, meinte er, er hätte einen Bekannten bei der New York Times angerufen. Und der hätte gesagt, ich kann jetzt nicht mit dir sprechen. Das Verlagsgebäude ist von bewaffneten Polizisten umstellt. Die Druckerpressen laufen und wir bringen morgen streng geheime Regierungsunterlagen raus. Secret Government Document. An diesem Wochenende kamen Teile eines streng geheimen Dokumentes aus dem Pentagon ans Licht. Jetzt konnte alle Welt es lesen. In Washington wurde Empörung laut. Die Pentagon-Papiere belegen ganz eindeutig, wie wenig die Öffentlichkeit von dem erfuhr, was hinter den Kulissen vorging. In erster Linie widerlegt es die Behauptung, wir seien in den Krieg hineingezogen worden. Laut Weißem Haus hat Präsident Nixon den Geheimbericht zum ersten Mal gesehen, als ihm heute eine Kopie davon zugestellt wurde. Dieses gottverdammte Exposé der New York Times von Kriegsdokumenten mit der höchsten Geheimhaltungsstufe. Sie meinen, das kam aus dem Pentagon? Sir, wir haben es hier mit einer Sicherheitslücke zu tun, mit dem größten und verheerendsten Ausmaß, das mir je untergekommen ist. Wussten wir, dass das veröffentlicht würde? Nein, Sir, das wussten wir nicht. Ich feuere einige Leute, aus welcher Abteilung das auch immer kam. Ich feuere den Mann an der Spitze. Die erste Ausgabe enthielt eine Note des Staatssekretärs im Verteidigungsministerium an McNamara. Ich kenne sie fast auswendig. Wir sind zu 10% in Vietnam, um den Südvietnamesen zu helfen. Zu 20%, um die Chinesen rauszuhalten. Und zu 70%, um nicht das Gesicht zu verlieren. Jede Frau in Amerika, die einen Freund oder einen Mann hat, würde es verstehen, wenn wir die Südvietnamesen verteidigen. Aber zu hören, dass wir nur versuchen, unser Gesicht zu wahren, das ist etwas, was mich wirklich wütend macht. Am Montag wurde es richtig interessant bei der New York Times.
Ich kam zur Arbeit und fuhr mit dem Aufzug rauf in die Chefetage. Dort war der lauteste Streit im Gange, den ich je gehört hatte. Von John Mitchell, Nixons Anwalt, war ein Telegramm eingegangen. Darin hieß es, wir fordern Sie auf, die Veröffentlichung sofort einzustellen. Andernfalls werden wir gerichtliche Schritte einleiten. Ich meine, wofür in Gottes Namen haben wir denn 200 oder 300 Jahre gekämpft in diesem Land, wenn nicht für die Rede- und die Pressefreiheit und das Recht auf freie Meinung, auch gegen Drohungen der Regierung, wenn wir das alles einfach aufgeben, nur weil jemand ein Telegramm schickt? Jetzt hören Sie zu, Sie haben hier streng geheime Informationen abgedruckt. Ganz egal, wie Sie zu diesem Krieg stehen, ob Sie Befürworter oder Gegner sind. Das können und sollten Sie unterlassen. Das ist ein Angriff auf die Integrität der Regierung. Bei Gott, ich werde dieses Hurenblatt so niedermachen, dass Sie nicht mal wissen, wie Ihnen geschieht. Ein Bundesgericht forderte die New York Times auf, die Veröffentlichung vorerst einzustellen. Die Regierung hat die einstweilige Verfügung gegen die Times erwirkt. Bevor die Regierung Nixon die New York Times zum Schweigen bringen wollte, hatte noch nie ein Bundesgericht eine Verfügung gegen ein Medienunternehmen veranlasst. Ein Name wird jetzt als mögliche Quelle der Pentagon-Dokumente in der Times genannt. Daniel Ellsberg, 40 Jahre alt, früherer Marinesoldat. Später zu Beginn des Vietnamkrieges ein Spitzenanalytiker im Verteidigungs- und Außenministerium. Nichts zu sehen von Professor Ellsberg oder seiner Familie in ihrem Haus in Cambridge, Massachusetts. Wir hatten den Fernseher an und sahen in den Morgennachrichten, dass uns das FBI in unserer kleinen Wohnung in Cambridge suchte. Es war klar, dass wir nicht zurück konnten. Wir sind dann für ein paar Nächte ins Motel gegangen, unter falschem Namen, ohne Kleider, ohne Zahnbürste, ohne alles. Penn wusste, dass sie nach ihm suchen würden. Er wusste, dass er verhaftet werden sollte. Aber er wollte die Chance haben, diese Dokumente an so viele Zeitungen wie möglich zu verteilen. Ich kam aus unserer 3-Uhr-Konferenz einen Tag, nachdem die Times zum Schweigen gebracht werden sollte. Mein Stellvertreter sagte, schauen Sie sich das mal an. Ich wählte eine Nummer und eine Stimme fragte, wenn ich Ihnen gebe, was Sie wollen, drucken Sie es dann. Ich antwortete, verdammt ja, wir werden es drucken. Die Washington Post setzte die Pentagon-Geschichte fort, aber auch hier wurde die Veröffentlichung durch eine Gerichtsentscheidung vergangene Nacht gestoppt. Ich wusste weder ob noch wann die New York Times und die Washington Post mit der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere fortfahren und ob sich weitere Zeitungen bereit finden würden, sich der Regierung zu widersetzen. Ich hatte gehört, dass Senator Mike Gravel tagtäglich als Verzögerungstaktik, um Zeit zu schinden, Dauerreden im Senat hielt. Ich bin am Dauerreden, als ich einen anonymen Anruf bekomme. Der Anrufer fragt sofort, spreche ich mit Senator Gravel? Ja, sage ich. Und er fragt, wären Sie bereit, in Ihren täglichen Reden aus den Pentagon-Papieren zu zitieren? Ich erwidere, ja, aber jetzt legen Sie bitte auf. Ich sagte ihm am Telefon, wenn Sie wirklich Dauerreden halten wollen, dann kann ich Ihnen so viel Stoff geben, dass es bis Weihnachten reicht. Ausgehändigt wurden mir die Unterlagen von Ben Bagdikian. Er war damals Redakteur bei der Washington Post. Er war ein junger Senator aus Alaska und hatte als solcher nicht viel Einfluss. Ich glaube, er war Vorsitzender des Senatsausschusses für öffentliche Gebäude und Grundstücke. Ich wollte alles ein wenig geheim halten. Also trafen wir uns vor dem Senat bei den Säulen neben dem Kapitol. Da kam Bob Dole und wollte mir etwas sagen. Also ging ich rüber. Ben versteckte sich hinter einer Säule und ich versuchte, Dole schnell loszuwerden. Dann wandte ich mich wieder Ben zu. Er wollte mir die Papiere in irgendeiner dunklen Ecke in einem abgeschiedenen Park überreichen. Aber ich sagte, nein, Ben, das machen wir anders. Um Mitternacht unter dem Vordach des Mayflower Hotels, da parken Sie. Ich werde direkt neben Ihnen parken und aussteigen. Dann machen Sie Ihren Kofferraum auf und ich öffne meinen Kofferraum. Ich fuhr in meinem Kamangia vor. Er hatte 2 Helfer dabei und ich sagte, das ist schwer. Das sollten Sie Ihren Helfern überlassen. Nein, sagte er, ich genieße Immunität, die beiden nicht. Innerhalb von Sekunden hatten die Ordner den Besitzer gewechselt und ich raste davon. Während ich noch im Untergrund lebte, rief mich Amerikas vertrauenswürdigster Mann an. Guten Abend. Daniel Ellsberg, ein früherer Mitarbeiter im Planungsstab des Außenministeriums und im Pentagon, in letzter Zeit so etwas wie ein Phantom, hat sich zu einem Interview an einem geheimen Ort bereit erklärt. Ich fragte ihn, was er bis dato für die wichtigste Enthüllung der Pentagon-Papiere hält.
Ich meine, das ist die Erkenntnis, dass die Menschen dieses Landes es sich nicht leisten können, den Präsidenten alleine regieren zu lassen, ohne den Kongress und die Öffentlichkeit. Dan gab dieses Interview, das von CBS landesweit übertragen wurde, während das FBI mit der größten Fahndung seit der Lindbergh-Entführung nach uns suchte. Und wir hatten noch nicht genug von diesen Dokumenten verteilt. Heute kam es zu einer weiteren Enthüllung. Der Boston Globe begann, eine Reihe mutmaßlich geheimer Regierungsunterlagen abzudrucken. Die Chicago Sun-Times kam heute ins Spiel mit einer Geschichte über die Kennedy-Regierung, bei der zur Sprache kam... Heute schlossen sich 11 weitere Blätter und die Los Angeles Times der Berichterstattung an. Das Spiel war aus. Jeder weitere Versuch, die Veröffentlichung zu verhindern, musste scheitern. Dan und sein Netzwerk hatten Teile der Pentagon-Papiere an 17 verschiedene Organisationen verteilt. Sie waren nicht mehr aufzuhalten. Wie einer der Anwälte sagte, das war, als wollte man Bienen in Schach halten. Die Presse sagte, wir können uns das ansehen und selbst darüber befinden, was der nationalen Sicherheit dient. Wir sind und bleiben unabhängig von der Regierung. Das war eine Unabhängigkeitserklärung, die für immer die Beziehung zwischen der Regierung und den Medien veränderte. Die Geschichte um die Pentagon-Papiere war 2 Wochen lang für 7-8 Minuten das Top-Thema in allen abendlichen Nachrichtensendungen. So bekamen sie endlich die öffentliche Aufmerksamkeit, die ich mir erhofft hatte. Da wir untergetaucht waren, hatten wir Tag und Nacht Zeit, die Nachrichten zu sehen. Die Sache entwickelte sich auf dramatische Weise. Der 41-jährige demokratische Senator Gravel aus Alaska veranstaltete eine Sitzung mit sich selbst als einzigem Teilnehmer. Nur er war anwesend. Er begann, die 7000 Seiten des Geheimberichts aus dem Pentagon öffentlich vorzulesen. Die Papiere beweisen, dass wir seit 20 Jahren Opfer unserer Politik in Südostasien gewesen sind. Ich hatte ziemliche Angst beim Verlesen der Pentagon-Papiere. Ich wusste nicht, ob ich dafür ins Gefängnis kam. Ich wusste nur, dass mein Land Menschen umbringt und Amerikaner verstümmelt. Das war so schrecklich, dass mich meine Gefühle überwältigten. Kein Patriotismus, nur das Gefühl, dass etwas, das man sehr liebt, verloren gegangen ist. Er las und las bis 1 Uhr nachts, bis er völlig erschöpft war und seine Gefühle ihn überwältigten. Ich nahm mich wieder zusammen und bat, denken Sie daran, ich war der Einzige in dieser Sitzung, ich bat um einen einstimmigen Beschluss. Ich nahm den Hammer, ließ ihn aufs Pult knallen und sagte, keine Einwände, Antrag angenommen. Das war's. Die Papiere sind jetzt in den Akten des Senats. Selbst wenn das FBI vorgehabt hätte, ihn heute Morgen vor dem Gerichtsgebäude festzunehmen, wäre ihnen das kaum gelungen. Ellsberg war von einer dichten Schar von Reportern und Unterstützern umringt, als er zugab, derjenige zu sein, der die Pentagon-Papiere der Presse und Kongressabgeordneten zugeführt hatte. Ich habe das eindeutig auf eigene Gefahr getan und bin bereit, die Konsequenzen für mein Handeln zu tragen. Dr. Ellsberg, haben Sie keine Angst davor, für immer ins Gefängnis zu gehen? Und wenn ich dadurch helfe, einen Krieg zu beenden? Ellsberg wurde nach dem Spionagegesetz wegen des nicht autorisierten Besitzes und Diebstahls der Pentagon-Papiere unter Anklage gestellt. Höchststrafe 20 Jahre Gefängnis. Er blieb bis zur Verhandlung auf freiem Fuß. In einem der bedeutendsten Urteile der Geschichte unseres Landes hat der oberste Gerichtshof heute entschieden, dass die New York Times und die Washington Post die Publikation der Pentagon-Papiere fortsetzen können. Die Urteilsbegründung war erstaunlich einfach. Um eine Zensur verhängen zu können, dürfen die hohen gesetzlichen Hürden nicht unterlaufen werden. Genau das aber versuchte die Regierung. Das war ein sehr bedeutendes Urteil. Es zeigt, was uns die Verfassung dieses Landes genau bedeutet. Ich habe den Sinn und die Tragweite der Gewaltentrennung noch nie so zu würdigen gewusst wie in der letzten Woche. Als Dan Ellsberg die Pentagon-Papiere öffentlich machte, wollte er den Krieg beenden. Sein wichtigstes Vermächtnis aber war vielleicht dieser Prozess vor dem obersten Gerichtshof. Es war vielleicht die wichtigste Entscheidung zum ersten Verfassungszusatz in der Geschichte dieses Gerichts. Ich kann Ihnen versichern, dass es da draußen jeden Tag einen Anwalt gibt, der diesen Fall zitiert, um unsere Redefreiheit und die freie Presse gegen Restriktionen der Regierung zu schützen.
Als wir schließlich beim obersten Gerichtshof unser Recht durchsetzten, weiter zu publizieren, war das ein eindeutiges Urteil, nämlich, dass die nationale Sicherheit allein, der Ruf nach der Sicherheit des Staates, keine Zensur rechtfertigt. Ich will Ihnen mal sagen, dass ich verdammt ausgeflippt bin, als der oberste Gerichtshof mit dieser Entscheidung kam. Ich mochte Ihre Entscheidung ganz und gar nicht. Das ist unglaublich. Sie kennen diese Clowns, die wir da haben. Ich hoffe, dass ich diese Bastarde überlebe. Mitarbeiter des Präsidenten bestreiten vehement, dass er gegenüber der New York Times oder irgendeiner anderen Zeitung nachtragend ist. Zu den Befürchtungen vieler Reporter und Herausgeber, dass es jetzt viel Ärger gibt, heißt es von den Nixon-Leuten, das ist reine Paranoia. Lächerlich. Herr Ellsberg oder Dr. Ellsberg höchst selbst wurde von vielen Leuten als Held gefeiert, von anderen zum Verräter gestempelt. Bitte begrüßen Sie den Mann, der das Ganze möglich gemacht hat, Dr. Daniel Ellsberg. Ich glaube, das Drama um die Veröffentlichung der Papiere, in dessen Mittelpunkt Dan Ellsberg mit seiner schillernden Persönlichkeit und Berufserfahrung stand, hat den Dokumenten mehr Aufmerksamkeit beschert, als es bei einer weniger interessanten Person der Fall gewesen wäre. So viel Applaus, ohne bisher ein Wort gesagt zu haben, unglaublich. Können Sie in 30 Sekunden erklären, was der Einzelne tun kann? Ich denke, wenn die Menschen alles gelesen haben, werden sie vor allem erkennen, dass sie nicht genug Fragen gestellt haben. Sie haben nicht genügend Offenheit und Verantwortungsgefühl von ihren staatlichen Dienern erwartet oder gefordert. Wenn sie das begreifen, denke ich, wird unsere Verfassung besser funktionieren als in der Vergangenheit. Ich finde, er hat Vertrauen missbraucht. Und nicht nur sein eigenes Wohl gefährdet, sondern auch das der anderen, die daran beteiligt waren. Mir war völlig klar, dass mein bester Freund Harry Rowan damit in Verbindung gebracht wird. Ich hatte die Sicherheitsbestimmungen verletzt, während er Präsident von RAND war. Ich wusste also, dass ihm das schaden würde, ihn den Arbeitsplatz kosten könnte, wie es dann auch tatsächlich kam. E.M. Forster sagte, wenn ich zwischen dem Verrat an meinem Land und dem Verrat an einem Freund wählen müsste, so hoffe ich, dass ich den Mut habe, mein Land zu verraten. Als das einmal zitiert wurde, war meine Reaktion sofort, da bin ich anderer Meinung. Wir sprechen hier über viele, viele Leben. Wir sprechen über die Beendigung eines Krieges. Kurz nach der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere besuchte ich eine Tagung an der Uni in Los Angeles. Auch mindestens ein Dutzend RAND-Leute waren dort. Aber nicht einer schüttelte Dan die Hand. Nicht einer setzte sich in seine Nähe. Sie behandelten ihn wie einen Verräter. Ob sie nun einen Landesverräter meinten oder einen Verräter ihrer Organisation, keine Ahnung. Ich kam mir vor wie ein Aussätziger mit einer Glocke um den Hals. Langsam begriff ich, was es heißt, von einer Gruppe ausgestoßen zu werden, die man respektiert und deren Achtung man auch erwarten kann. Das, was Menschen teilhaben lässt. Participating in anything, no matter how terrible. Was auch immer seine Absichten gewesen sein könnten, hat Daniel Ellsberg Ihrer Meinung nach sein Land verraten? Ich würde es anders sagen. Daniel Ellsberg, was auch immer seine Absicht war, gab unseren Feinden Schützenhilfe und Trost. Und unter diesen Umständen ist das unentschuldbar. After all, er stellte sich über den Präsidenten der Vereinigten Staaten, über den Kongress, über unser ganzes System der Regierung, wenn er letztlich bestimmt, was öffentlich gemacht werden soll. Es gibt gute Gründe für Nixons intensive Reaktion. Er trifft im Nationalen Sicherheitsrat eine Entscheidung und liest sie am nächsten Tag auf der Titelseite der New York Times oder irgendeiner anderen Zeitung. Das macht es praktisch unmöglich zu regieren.
Nur weil ein Kerl zum Märtyrer wird, können wir uns nicht erlauben, dass er mit einem Diebstahl so großen Stils einfach davonkommt. Denn sonst passiert das überall in unserer Regierung. Wir müssen den Hauptverantwortlichen im Auge behalten, und das ist Ellsberg. Wir müssen diesen Hurensohn drankriegen. Das Bekanntwerden der Pentagon-Papiere veränderte das Weiße Haus. Es war, wie einige von uns sagten, der Beginn der dunklen Ära. Ich meine, es ging chaotisch und rau zu, aber dann wurde es richtig schmutzig. Es war wirklich ein Ereignis, das Nixons Präsidentschaft bestimmte. Dann wurde Eagle Crow, genannt Bud Crow, zum Leiter der sogenannten Klempner-Truppe berufen. Ich wurde zum Oval Office gebeten. Ich wurde vom Präsidenten ins Oval Office bestellt. John Ehrlichman und ich fanden uns bei ihm ein. Der Verdacht war aufgekommen, dass Dr. Ellsberg Zugang zu neueren Kriegsplänen der Regierung Nixon haben und diese ebenfalls veröffentlichen könnte. Nach dem Meeting war ich fest davon überzeugt, es mit einer Krise der nationalen Sicherheit zu tun zu haben. Und ich sollte ihr mit allen Mitteln begegnen. Das Problem ist, dass alle guten Anwälte stets behaupten, den Fall gewinnen wir. Scheiß Gerichtsverfahren. Aber lasst uns den Hurensohn in der Presse verurteilen. So macht man das. Der Präsident hatte beschlossen, im Weißen Haus eine spezielle Untersuchungseinheit zu bilden. Wir brauchen ein besseres Team. Da gibt es einen Typ, relativ unbekannt und stahlhart, Howard Hunt. Er könnte es tun. Ich weise ihn selbst ein. Und ich meine es ernst. Jetzt verdammt macht endlich was! Arbeitete Daniel Ellsberg allein oder mit anderen zusammen? Handelte es sich um eine Verschwörung? Zu diesen Fragen machte Howard Hunt den Vorschlag, Informationen zu beschaffen, die Ellsberg diskreditieren würden. In einer verdeckten Aktion sollten die ganzen Akten durchforstet werden, die sich noch bei Dr. Ellsbergs Psychiater, Dr. Louis Fielding, befanden. Der Auftrag ging an John Ehrlichman. Unter diesem Vorschlag standen zwei Zeilen, angenommen und abgelehnt. Er schrieb sein großes E hinter angenommen und fügte hinzu, wenn Sie versichern, dass das nicht zurückverfolgt werden kann. Das FBI kam eines Tages und sagte, wir haben hier eine Vorladung für Sie. Sie sollen vor der Grand Jury aussagen. Mein Vater war sehr aufgebracht. Er dachte irgendwie, dass meine Mutter mehr hätte tun können, um das zu verhindern, durch eine bessere Rechtsberatung oder etwas Ähnlichem. Sie dagegen meinte, du hast ihn da reingezogen. Er wird natürlich die Wahrheit sagen. Und mein Vater darauf, ja, natürlich musst du die Wahrheit sagen. Meine Beteiligung an dem Ganzen, die Leute, von denen ich wusste, und das Kopieren der Pentagon-Papiere, das waren die Dinge, auf die sich die Anklage dann stützte. Ich habe eine Erklärung aufgesetzt, die ich verlesen möchte. Nun, ich sagte mir, dass ich auf keinen Fall gegen ihn aussagen würde. Ich will nur meine Zigarette ausmachen. Denn letztendlich hatte ich ihn anfangs zu diesem Schritt gedrängt. Der Generalstaatsanwalt bot mir bei seinem Versuch, Daniel Ellsberg festzunageln, eine Zusammenarbeit an. Ich sollte unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor der Grand Jury aussagen. Das lehnte ich ab. Russo wurde sofort wegen Missachtung des Gerichts in Haft genommen. Seine Weigerung, mit der Grand Jury zu kooperieren, betrachtete die Staatsanwaltschaft als Beleidigung. Hätte Tony ausgesagt, wäre er ungeschoren davon gekommen. Das Erste, was mir durch den Kopf ging, war Gandhis Maxime. Verbünde dich nie mit dem Bösen. Russo wurde im Dezember 1971 wegen Spionage und Verschwörung angeklagt. Mögliche Höchststrafe 35 Jahre. Den Beschuldigungen gegen Ellsberg wurden Verschwörung und 8 weitere Anklagen hinzugefügt. Ihm drohten 115 Jahre Gefängnis. Als die Dokumente im Senat eintrafen, wurde aus dem Pentagon-Mediendrama plötzlich ein Pentagon-Medienrummel. Dan war enttäuscht, weil er sich von der Veröffentlichung der Papiere zu viel versprochen hatte. Er hatte erwartet, dass die Veröffentlichung der Unterlagen noch mehr Aufsehen erregen würde. Aber natürlich, es war eine Sensation. Wo ist Mr. Ellsberg? Ich hoffe, im Knast. Aber ich glaube, er war enttäuscht von der Tatsache, dass der Inhalt der Papiere von der Öffentlichkeit nicht richtig wahrgenommen wurde.
Ich gab meinen Arbeitsplatz, meine Karriere, meine Sicherheitseinstufung auf und setzte meine Freiheit aufs Spiel. Und das alles für ein Unterfangen mit ungewissem Ausgang, in der Annahme, dass sich die Öffentlichkeit, wenn sie die Tragweite der ihr 25 Jahre lang aufgetischten Lügen zur Schlechterei in Vietnam erführe, gegen den Krieg entscheiden würde. Leider lernt man dabei etwas über seine Mitmenschen, das man eigentlich gar nicht wissen will. Dass sie zuhören, daraus lernen, es sogar verstehen und es dann aber weiter ignorieren. November 1972. Präsident Nixon wurde wiedergewählt, erdrutschartig, mit den Stimmen von 49 der 50 Bundesstaaten. Ich meine immer noch, wir sollten die Deiche endlich platt machen. Werden Leute absaufen? Dabei werden ungefähr 200.000 Menschen ertrinken. Also nein, ich nehme lieber eine Atombombe. Steht eine bereit? Das wäre übertrieben. Eine Atombombe? Das macht dir zu schaffen? Ich will, dass du groß denkst, Henry. Himmel, Herrgott, nochmal. Ich erinnere mich, dass ich vor einem Jahr eine Rede hielt und die Hoffnung ausdrückte, dass wir diesen Krieg beenden würden, ehe eine weitere Million Bomben auf die Vietnamesen niedergeht. Diese Hoffnung wurde zerstört. Es ist uns nie gelungen, mit Meldungen über die Anzahl der Bomben in die Zeitung zu kommen. Sie gingen nicht mal so weit zu schreiben, die Ellsbergs haben diese komische Angewohnheit, in jeder ihrer täglichen Pressekonferenzen zu berichten, so viele Bomben haben wir letzte Woche abgeworfen. Wir haben weitere 200.000 Tonnen Bomben über Indochina abgeworfen. Das sind 10 Hiroshimas, ein Hiroshima pro Woche. Sie haben nie auch nur erwähnt, dass wir sie aufzählten, geschweige denn darüber nachgedacht, dass es passierte. Als mir klar wurde, dass wir Vietnam noch lange bombardieren werden, war das für mich, als würde meine Nachbarschaft bombardiert. Menschen, die mehr als nur Bilder und Nummern für mich waren. Als wir begannen, die Geschworenen auszuwählen, brachten wir ihm einen Psychiater als Experten mit. Er sagte uns, dass wir zwei junge Männer verteidigen würden. Kluge Männer, die viel erreicht hätten. Männer mit einer Zukunft, die bereit wären, all das nicht für sich selbst oder für ihre Karriere zu opfern, sondern für ein Prinzip. Und der Psychiater riet uns, in diese Jury sollten Sie keine Männer mittleren Alters berufen, denn das könnten Männer sein, die vielleicht im Laufe ihres Lebens Prinzipien für ihre Karriere, für ihre Familie geopfert haben. Die haben nur Geringschätzung, womöglich nur Verachtung übrig für zwei Männer, die um ihrer Prinzipien willen alles aufs Spiel gesetzt haben. In Los Angeles kehrte Daniel Ellsberg heute in den Zeugenstand zurück. Zum ersten Mal in diesem Prozess legte der Hauptangeklagte dar, wie er sich im Vietnamkrieg vom Falken zur Taube gewandelt hat. Nach 4,5 Tagen im Zeugenstand erinnerte ich mich an dieses besondere Ereignis im Jahre 1966, als ich auf ein brennendes Dorf stieß. Es brannte, weil unsere Vietnamtruppen es beschossen hatten. Und dann entdeckte ich Kinder, die in den Überresten ihrer Hütten nach einer kleinen Plastikpuppe suchten. Es tat mir unheimlich weh, diese traurige Begebenheit zu beobachten. Das war es, was der Krieg für sie bedeutete: die Zerstörung ihrer Heimat und ihrer Leben. Beim Prozess um die Pentagon-Papiere wurde heute bekannt, dass die Watergate-Einbrecher auch in die Praxis des Psychiaters von Daniel Ellsberg eingebrochen sind. Mr. Ehrlichman, wollen Sie mir erklären, dass der Einbruch dem Wunsch des Präsidenten der Vereinigten Staaten entsprach? Dem Präsidenten war sehr daran gelegen, sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholte. Nie hat irgendjemand gefragt, ist das die richtige Vorgehensweise? Wir kümmerten uns weder um legale, um ethische, noch um intellektuelle Gesichtspunkte. Nichts von dem machten wir uns bewusst. Es war ein Versagen des Rechtsbewusstseins ersten Ranges. Die Enthüllung im Pentagon-Prozess, dass in Wahrheit das Weiße Haus die Klempner nach Los Angeles geschickt hatte, hat meines Erachtens den Watergate-Skandal ins Rollen gebracht.
Und um den Ganzen noch eins draufzusetzen, kam heraus, dass sich der Präsident mit dem vorsitzenden Richter traf. Der vorsitzende Richter im Ellsberg-Prozess, Matthew Byrne, bestätigt, dass Ehrlichman ihm den Posten eines Direktors des FBI angeboten hat. Obwohl es fast unmöglich scheint, dennoch gab es heute eine noch sensationellere Entwicklung im Hinblick auf das Weiße Haus. Das ist das Eingeständnis des FBI, dass es Daniel Ellsberg mit Wanzen belauscht hatte, und zwar schon 2 Jahre vor der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere. Guten Abend. Ein Bundesrichter in Los Angeles erklärte heute den Prozess um die Pentagon-Papiere für gescheitert. Er wies alle Anklagen gegen Daniel Ellsberg und Anthony Russo ab. Der Richter stellte fest, dass die Regierung ihren eigenen Fall so manipuliert habe, dass ein faires Verfahren unmöglich ist. Das durch den Präsidenten veranlasste Verfahren diente, wie wir jetzt wissen, der Unterstützung seiner Wiederwahl. Es endet, um ein Amtsenthebungsverfahren gegen denselben Präsidenten zu vermeiden. Aber das ist jetzt nicht mehr zu verhindern, denn dank dieses Prozesses liegen auch diese Fakten auf dem Tisch und nicht mehr im Safe wie einst die Pentagon-Papiere. Es sind dieselben Fakten. Auch diese Fakten können nicht mehr im Safe verschwinden. Der Hurensohn von Deep wird jetzt zum Nationalhelden und kommt durch einen fehlerhaften Prozess davon. Die New York Times bekommt den Pulitzerpreis für Dokumentendiebstahl. Sie versuchen, uns mit Hilfe von Dieben dran zu kriegen. Wo in Gottes Namen sind wir hingeraten? Nach Prozessende beschloss der Kongress, die Gelder für den Vietnamkrieg zu streichen. Dans Tat und die darauf folgende Überreaktion eines imperialen Präsidenten, wenn Sie so wollen, hat die Geschichte verändert. Das Repräsentantenhaus genehmigte das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Nixon. Die Verschleierung des Ellsberg-Einbruchs machte dem Weißen Haus zu schaffen. Watergate keimte in dem Skandal um die Pentagon-Papiere schon auf. Um der Amtsenthebung zuvorzukommen, trat Nixon am 8. August 1974 zurück. Das wichtigste Ergebnis war, dass Ellsberg Präsident Nixon zu Fall brachte. Das hatte er, dessen bin ich sicher, weder geplant noch erwartet. Der Vietnamkrieg endete 9 Monate nach Nixons Rücktritt. Mehr als 2 Millionen Vietnamesen und 58.000 Amerikaner haben in diesem Krieg ihr Leben verloren. Das wirklich Bedeutende an der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere war, dass ein Regierungsbeamter sein Gewissen über seine Karriere stellte. Tatsache ist, dass Regierungsmitglieder Geheimnisse wahren können, denn während ihres beruflichen Aufstiegs lernen sie, den Mund zu halten. Ich war einer von ihnen. Wenn jemand in der Regierung mit Dans Hintergrund und Dans Fähigkeit, interne Vorgänge zu durchschauen, anfängt, sein Wissen nach außen zu tragen und unermüdlich versucht, die Lügen aufzudecken und die Wahrheit ans Licht zu bringen, damit die Menschen ehrliche, klare Entscheidungen für sich selbst, das Land und das Leben in der Welt treffen können, dann ist er ein herausragender Informant. Im allerbesten und weitesten und tiefsten Sinne. Als Volk haben wir diese Möglichkeit, die Macht, uns und die Geschichte zu verändern. Heute sind wir hier. Ich denke, das Besondere an Dan ist, dass er stets versucht, das zu tun, was er unter den gegebenen Umständen für das Richtige hält, ungeachtet aller Konsequenzen. Dazu war ich, solange ich für die Regierung tätig war, nicht in der Lage. Ich war viel zu eingebunden in die Gruppe, für die ich arbeitete. Doch Dan handelt immer so. Er führt ein erstaunliches Leben, seit 30 Jahren, seitdem das alles passiert ist. Seine Tat hat ihn sehr geprägt und tiefe Auswirkungen auf sein weiteres Leben gehabt. Er findet nie wirklich zur Ruhe. Es sei denn, er kann sich einer Antikriegsbewegung anschließen oder sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. So hat er in all den Jahren nach denselben Prinzipien gehandelt wie damals, als er der Nation die Pentagon-Papiere zugänglich machte.
Der Mut, den wir brauchen, ist nicht der Mut, ist nicht die Tapferkeit, gehorsam einem ungerechten Krieg zu dienen, Lügen zu decken und unsere Arbeit für einen Vorgesetzten zu tun, der die Macht an sich gerissen hat und ein rechtloses Regime führt. Es ist letztendlich der Mut, ehrlich der Wahrheit und unserem eigenen Handeln in der Welt ins Auge zu sehen und verantwortlich zu handeln, um etwas zu bewegen. Nächste Woche die NATO-Manöver 1983. Ein brenzliger Moment im Kalten Krieg. Und gleich wird heiß gegessen, was auf den Tisch kommt. Frische Schnecken auf Mallorca. Und bring dich bitte ruhig näher.